Und dort hat es mich schon emotional ein bisschen durchgeschüttelt. Da bin ich auch noch in die Halle, ich war noch normal im Training. Ich habe gesagt, so, jetzt gehe ich gerade zu den Trainern und sage, so, hey, Leute, ist fertig. Und dann bin ich da so, boah, nee, heute noch nicht. Und Tag später war schon viel besser gewesen. Und 2 Tage später auch wieder. Hast du, als du dir das überlegt hast, auch ein bisschen Angst gehabt davor, so, jetzt ist dann alles weg? Ja, also die Angst war gross gewesen. Also ich glaube, die Angst vor der Zukunft war fast grösser gewesen als die Liebe zum Sport. Weil ich einfach wirklich nicht, also ich habe auch das Leben rundherum geliebt. Ich habe es recht chillig gefunden. Darum wusste ich, hey, wenn ich aufhöre, dann muss ich so. Also, ich muss arbeiten, wie es normal ist, ein 9-to-5-Job oder so. Das war für mich unvorstellbar gewesen.